Was geht, meine Friends, und willkommen zu einem weiteren Part des Let's Plays zu Pokémon Alpha Saphir Egglock Edition, meine Friends. Wir sind stehen geblieben in der Tiefseehöhle und wir haben im letzten Part den spannendsten Kampf des Todes gehabt gegen Adrian, gegen sein Mega-Tuido. Und wir stehen jetzt hier einfach vor Kyogre. Aber weißt du was? Genau das werden wir jetzt herausfinden, Leute, was jetzt passiert mit dem guten Adrian und mit Proto-Kyogre und mit uns und wie es nicht alles heißt. Wenn du denkst, dass ich jetzt einfach das Handtuch werfe, dann hast du dich geschnitten. Es sieht einfach so versteinert aus. Es sieht einfach so süß und lieb aus. Und er missbraucht es jetzt einfach, den blauen Edelstein. Los, Kyogre, aus den Federn, alte Schlafmütze. Versetze die Welt wieder in ihren Urzustand. Adrian. Oh. Seine BAL-Frau. Cordula. Es reicht, hört auf damit. Wann begreifst du endlich? Das Essen ist fertig. Kommst du endlich? Ich habe mich so viel Mühe gegeben, dieses Essen fertig zu machen. Cordula, du weißt doch ganz genau, ich hasse Fisch. Und deswegen muss dieser Fisch leben. Er wird nicht gebraten in der Pfanne. Sauge die geheime Kraft des blauen Edelsteins in dich ein und mach die Photomorphose. Schöpfe dein volles Entwicklungspotenzial aus. Das Potenzial, das du vor Urzeiten verloren hast. Oh Gott, er mag keinen Fisch. Was geht jetzt ab, ey? Der Adrian, der keinen Fisch mag, belebt jetzt den Fisch, der eigentlich gebraten werden sollte. Oh, shit, guys. Es geht los. Es sieht einfach so sick aus, ey. Ich habe diese Animation noch nie gesehen, ey. Ist das krass. Kyogre ist einfach auferstanden. Heftig. Ist das die Protomorphose, die es schon ausführt? Alter, ist das sick. Holy moly! Da haben wir den Gott der Tiefsee, Kyogre. Eines der stärksten Pokémon aller Zeiten durch die Fähigkeit Niesel. Krass. Einfach nur sick, Leute. Gänsehautfeeling, Gänsehautfeeling einfach, ey. Ich bin bei sowas mal richtig emotional. Aber wo Kyogre jetzt hin will? Xenova City? Alles klar, Kyogre ist auf dem Weg, alle 8 Orden zu kriegen und fängt an in der schönen Wasserarena von Xenova City. Ja, war ein bisschen doof, ne? Endlich haben wir es geschafft. Mein Frühstück ist davon gelaufen. Jetzt kann mich keiner mehr aufhalten. Was ist passiert? Oh, mein Handy. Hallo? Was? Unser Mitglied draußen melden, dass... Was? Es regnet? Was? Es hat begonnen? Es regnet, ja? Sagen Sie schon mal, Sie sollen eigentlich ein Ringchen einpacken. Ja, ein Ringchen weg, nice jetzt. Weil gerade war es um Nieselregen. Alles klar, over. And out. Was sagst du da? Der Regen ist viel stärker als erwartet. Leute, der Regen ist so stark, da gehen sogar der Regenschirm kaputt. Unmöglich! Wir sind nicht auf so einen Regen. Was? Egal. Halt uns auf dem Laufenden. Was ist draußen los, Adrian? Es regnet. Ganz einfach, es regnet nur. Es regnet. Eigentlich gar nichts. Eigentlich sollte die Welt jetzt wieder in ihrem Urzustand annehmen und zu einem Paradies für Pokémon werden. Aber... Adrian. Du hast die Macht Kyogres ganz offensichtlich unterschätzt, mein Freund. Was soll das heißen? Ich sag dir, was das heißen soll. Um alles Leben auf unserer Welt in seinen naturgemäßen Urzustand zurückzuführen zu können, muss Kyogre zunächst alles Leben auf diesem Planeten auslöschen. Ach du Scheiße, heißt, wir sterben, Leute. Bla 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 bla. Wir wissen das alles, Leute. Wie gesagt, falls ihr die Story sehen wollt, dann guckt, glaube ich, mal Omega Rubin Let's Play. Ich habe die ganze Story schon durchgemacht. Ich werde sie jetzt nur so ein bisschen leicht anschneiden und mich darüber lustig machen, ne? Also von daher, nimmt das jetzt nicht allzu ernst hier, dass ich so ein Shit da halt vorlese. Wir sollten erstmal schnellstens Land gewinnen. Land gewinnen? Brauchen wir da nicht Groudon für? Das gilt auch für dich. Los, nichts wie weg hier. Ja, Adrian. Das war's. Kein Mittagessen, kein Abendbrot, kein Kyogre, keine Protomorphose und keine Weltherrschaft. Und der Regen ist einfach mega nice. Ich finde eigentlich Alpha Saphir auch geiler als Omega Rubin. Ich finde Regen viel krasser als Sonnenlicht. Das ist einfach schrecklich. Ist das Wort, nachdem du suchst, begreifst du es jetzt endlich? Ich wollte doch nur eine Welt erschaffen, in der meine Pokémon in Frieden leben können. Adrian. Das ist also die Kraft des urzeitlichen Pokémons. Die legendäre Kraft Kyogres, alle Dinge wieder in ihren Urzustand zurückzuversetzen.
Das Gleichgewicht der Welt droht völlig aus den Fugen zu geraten. Hör mir zu. Wir machen uns jetzt nach Senoville. Kyogre ist sicherlich auch auf dem Weg dorthin. Er versucht, die tiefste Ebene der Urzeithöhle im Herzen von Xenoville zu erreichen. Kyogre weiß, dass es dort die Energie vorfinden wird, die es für die Protomorphose benötigt. Kyogre agiert nach mehr Energie. Es ist also mehr als wahrscheinlich, dass es nach Xenoville unterwegs ist. Wir haben keine andere Wahl, wir müssen die Verfolgung aufnehmen und uns das Mögliche versuchen. Adrian, ich will, dass du mitsamt Team Aqua mitkommst. Wir machen dieses Unheil selbstverschuldet, also ist das auch unsere Pflicht, die Verantwortung dafür zu übernehmen und alles wieder in Ordnung zu bringen. Komm schon, Adrian. Oh, ich hab wohl keinen Bock. Max ist so ein VIP, ich finde ihn voll chillig, ey. Als Erwachsener ist mir bewusst, dass eine Entschuldigung meinerseits angebracht ist. Das alles tut mir wirklich zutiefst leid. Aber ich habe auch eine Bitte an dich. Hilf uns dabei, dieses größte aller Bedrohungen abzuwenden. Ich erwarte dich in Xenoville. Alles klar. Die Musik ist doch geil, ey. Jetzt kommt Troy, glaube ich, noch. Woots! It's Troy! Und dein Vogel-Pokémon fliegt wieder weg. Zero. Bitte verzeih meine Verspätung. Es ist einfach grauenhaft. Ich hätte nicht gedacht, dass die Ergebnisse, die auf der Wand der Granithöhle zu sehen sind, derart schrecklich waren. Wenn das so weitergeht, wird die Höhenregion, nein, die ganze Welt im Meer versinken. Niemand, weder Mensch noch Pokémon, wird in solch einer Welt überleben können. Diese Regenwolken breiten sich immer weiter aus. Ihr Mittelpunkt ist offenbar im Luftraum von Xenova City. Und was jetzt? Komm schon, lass dir was einfallen, Troy. Bing! So richtiger Wiki, ey. Denk nach. Es hat keinen Zweck. Wir müssen ja nach Xenova City und das wissen wir auch. Von daher, meine Freunde, will ich gar nicht länger auf die Story anschneiden, sondern will einfach nur loszischen. Er kommt an, sagt kurz, was zu tun haben und fliegt wieder weg mit einer coolen Pose, mit seinem coolen Flugarm. Ciao, Troy. Ist unser Team aufgeheilt. Ich glaube, es ist noch ziemlich geschwächt durch den Kampf, den wir hatten, durch den guten Adrian. Es ist kein Pokémon gestorben, nur Gardevoir ist sehr angeschwächt bei 5 KP. Oh, Kenzo Biatch genauso, ey. Es war ein harter Kampf. Aber wir haben das locker hingekriegt. Was ist locker? Gut hingekriegt. Richtige Plays. Alles vernünftig gespielt, meiner Ansicht nach auch. Supertränke haben wir noch. Werden wir erstmal benutzen hier. Brauche ja nicht die Hypertränke benutzen für voll aufheilen. Und hier kann ich eigentlich Top-Genesung benutzen, aber komm. Ich habe bestimmt noch einen Hyperheiler, ne? Brauchen wir keine Top-Genesung benutzen. Die sind mega teuer, die Teile, ey. Das geht nicht klar, Leute, ey. Und ich hatte heute einen ziemlich geilen Tag. Muss ich sagen. Ich habe heute ausgeschlafen bis 13 Uhr. Also der Part ist direkt nach dem anderen Part eigentlich. Hab dann eigentlich so ein paar Parts bearbeitet halt, so wie ich das immer eigentlich pflege, hege. Was war das denn für ein Pokémon? Das hat ein komisches Geräusch gemacht. Sehr strange. Und hier sind ein paar Gegner. Und ich glaube, ich will mal mit Dressella ein bisschen kämpfen, weil die ganzen Wasser-Pokémon geben mir eigentlich einen guten Boost, meiner Ansicht nach. Ich glaube, ich brauche für die Top 4 auf jeden Fall noch ein bisschen Training. Level 50 sollte angebracht sein. Aber mal schauen, wie viel wir an Leveling noch brauchen. Das war so eigentlich voll in Ordnung vom Leveling her. Und ja, mal schauen. was ich sonst noch sagen wollte. Voll vergessen. Ah ja, stimmt. Heute war ein echt geiler Tag. Ich wollte mit meiner Mutter einkaufen, auch ein bisschen in der City unterwegs. Und ich hatte irgendwie das genauso Feeling wie vor mehreren Jahren einfach so. Einfach mal mit seiner Mutter mal wieder unterwegs zu sein, so. Deswegen, das war ich lang nicht mehr mit meiner Mutter so einkaufen oder sowas. Deswegen, sowas ist eigentlich auch mal, wenn man es so mal wieder macht, richtig chillig einfach. Deswegen habe ich da so einfach das mitgenommen, was ich wollte. Meine Mutter hat bezahlt. Hab dann gesagt, ja, wir können das holen, das fehlt uns noch und so. Dann waren wir noch da in der Stadt, da haben wir noch das und so gemacht. Keine Ahnung, ich hatte irgendwie so ein altes Feeling einfach so, dass ich nicht der erwachsene Mensch bin sozusagen, der ich eigentlich bin, sondern in dem Sinne noch das Kind, was ich damals halt war, weil man das halt damals immer so gemacht hat. Jetzt gehe ich immer so alleine einkaufen halt. Oder halt mit Kumpels oder mit Freunden oder so. Und mit seiner Mutter wieder einkaufen zu gehen, das ist mal wieder so... Keine Ahnung, ist mal wieder ganz chillig gewesen, deswegen. Und allgemein so, ich war mit ihr unterwegs, hab mit ihr viel geschnackt im Auto. Man sollte allgemein so, wenn man jetzt mit seiner Familie nicht ganz so viel Kontakt hat, einfach mal mit seinen Eltern oder sowas auch mal schnacken, so ein bisschen reden. Über alltägliche Sachen, über Arbeit, über Schule, sei es jetzt Ausbildung, Träume, Wünsche, all sowas. Mal alles mal so ein bisschen durchschnacken. Deswegen,
Man selber hat zwar eine gute Meinung, aber das Ding ist halt, dass erfahrene Leute natürlich da sich ein bisschen besser auskennen und natürlich dir Ratschläge geben können. Und das habe ich einfach heute gemerkt, dass es eigentlich ziemlich wichtig ist, mit Leuten zu reden, die einem sehr nahe stehen. Und deswegen bin ich sehr dankbar dafür erstmal für den schönen Tag. Hi, meine Mutti. Mutti, du bist gegrüßt. Nee, das nicht jetzt unbedingt. Ich glaube nicht, dass sie meine Videos guckt. Wenn ja, dann würde ich das sehr verstörend finden. Wenn sie sehen würde, dass ihr Sohn hier durch die Wohnung springt. Wie ein Bekloppter. Ich meine, das hört sie ja immer. Und ja, auf jeden Fall. Ist das nur eine Message von dem heutigen Video, dass man ruhig ein bisschen mehr Zeit mit seinen Eltern auch verbringen kann. Und ja, ihr könnt immer die Kommentare hauen, wie ihr das so handhabt. Habt ihr noch, oder habt ihr gar keinen Kontakt zu euren Eltern? Gibt's ja auch, dass es Leute gibt, ja, die kommen nach Hause, kriegen was zu essen, gehen dann zu Kumpels oder so und dann, ja, war's das so ungefähr von dem Hallo, guten Morgen und so, dann war's das. So ist es bei mir wenigstens. Ich rede nicht sehr viel mit meinen Eltern, weil ich halt viel unterwegs bin, beziehungsweise viel YouTube-mäßig auch mache und all sowas. Und da habe ich halt kaum Zeit dafür. Klar nicht, manchmal die Zeit schnackt man mit denen oder so. Also ich sag schon mehr als Hallo und Tschüss, aber... Deswegen, es ist einfach... Was? Ich habe mich zum Typ Wasser verwandelt? Was war das denn für ein Move? Aber trotzdem, man sollte sich ab und zu mal Zeit nehmen dafür einfach, Leute. Das ist einfach ziemlich wichtig, gerade wenn man ein Problem hat oder so. Man merkt, dass die letzten Wochen echt so ein bisschen... Wie soll man das sagen? Ja, ich weiß nicht, wie ich das sagen soll. Beschäftigt einfach alles so ein bisschen. Die YouTube-Sache, mein Job, meine Schulung, die bald kommt und all sowas halt. Ne? Das ist halt so eine Sache, wo man sich halt sehr viel Gedanken machen muss, ob man das aufgeben will für das, ob man das machen will für das. Deswegen, man sollte auf jeden Fall nichts bestürzen, meiner Ansicht nach. Und sollte auf jeden Fall alles, was man macht, natürlich auch vernünftig machen. Wenn ihr jetzt sagt, okay, ich will jetzt nach der Realschule, nach der Hauptschule sagen, okay, ich mache mein Fachabi noch, dann solltet ihr auch wirklich mal euch erst überlegen, würde ich das überhaupt schaffen zum Beispiel? So war es bei mir zum Beispiel nach der Realschule, als ich abgeschlossen habe. Da habe ich mir auch erst gedacht, würde ich jetzt nach der Realschule wirklich noch, die von der Schwierigkeit her ganz in Ordnung war? Ich war halt ein ziemlich fauler Schüler, ich habe nicht viel für die Schule gemacht. Deswegen, also da bin ich jetzt auf jeden Fall viel reifer in dem Sinne. Aber ich habe mir selber gesagt, ich würde das Abitur nicht schaffen. Deswegen habe ich in dem Sinne eine Ausbildung damals angefangen. Und hab's nicht bereut, deswegen, ich hab mir eine Ausbildung gemacht, hab Boot übernommen und bin glücklich in dem Sinne, ne? Kann mich jetzt immer noch weiterbilden oder halt immer noch machen, was ich will in dem Sinne. Dieter mit Krebutak, das ist ein geiles Pokémon, mal ein bisschen Fashion mal reinbringen. Krebutak, starkes Pokémon, befürworte ich immer in Wi-Fi Battles, ist immer super nice. Aber das Ding ist halt, das Ding kann nichts gegen einen Dressel auslösen. Das Ding sollte, ist das Ding schneller als wir? Ist das Ding schneller als wir? Ne, ist nicht schneller als wir. Keine Chance gegen meinen Dressel. Es dreht einmal am Rad wie ein Psychopath und dann ist Krebutak auch schon knack. Knipp, schnapp, knack, kaputt. Ja, guck mal, ich schnack immer so eine Scheiße zwischendurch, dass ich voll vergesse, was ich immer sage. Wenn man immer so diepe Themen bearbeiten will, ne, dann ist das nochmal so ein bisschen kritisch. Ja, auf jeden Fall habe ich dann gesagt, ich mache eine Ausbildung. Was auf jeden Fall die richtige Entscheidung war. Und ich weiß gar nicht, wo Xenor Vidos City ist. Ich muss mal meine Karte hier gucken. Eigentlich muss ich nach oben jetzt hier mehr gehen, so in dem Bereich. Hier sollte eigentlich der Turm sein. Genau, hier sollte eigentlich der Himmelsturm sein. Von daher bin ich hier schon mal komplett falsch. Meiner Ansicht nach bin ich hier komplett falsch. Aber egal, Leute, genug geschnackt, würde ich sagen. Falls ihr die Message einfach, falls ihr irgendwas beschnacken wollt, dann klärt das einfach mit mehreren Personen und hört nicht nur auf euch. Klar sollte ich auf euch auch hören, aber was ist das am Baum? So eine Frau, die meint einfach, nein, es ist hier kein Eingang, Fräulein, hier kommst du nicht rein. Das ist nur für VIPs und so. Alles klar. Und wir müssen jetzt wieder hier hinten hin irgendwo. Ich habe mal die Karte aufgemacht, ist auf jeden Fall klüger, als ohne Karte zu fahren, weil jeder wird wahrscheinlich Probleme haben, Xenoville zu finden. Diese Stadt zu finden ist einfach eine Qual. Ich weiß gar nicht, ob man da hinten... Man muss, glaube ich, dahin tauchen. Weiß aber nicht, ob das von hier ist. Bin ich mir nicht ganz sicher. Wir gucken einfach mal. Wow! Wow! Eine Tauchstelle, die nur dazu da ist, um One-Up zu dauern, um getrollt zu werden. Wow! Game Freak, klasse Sache! Hier kann man tauchen. Hier gehen wir runter jetzt. Ich glaube, wir müssen ein ganzes Stück tauchen. Das Ding ist aber, hey, shit happens. Müssen wir tun halt. Ja, das sieht schon vernünftig aus. Überall, wo Seegras ist, ist mal auf jeden Fall richtig. Das weiß ich von damals noch. Oh, hier gibt es so coole Pokémon. Ey, Relikant, Perlulampi. Allgemein, dieses Feature hier unter Wasser, Leute. Wow, Bildschirmschoner. Ich habe richtig Angst, wenn er angeht. Ich habe gerade meinen PC geht immer aus, ey. Deswegen, das ist so ein krasses Feature einfach, ey. Sowas wünscht man sich einfach immer wieder. Und da ist ein Taucher sogar aktiv. Mega chillig. Aber wir brauchen gar kein Training mit Dressella, von daher werden wir weiter surfen. Und dann mein Perlu. Der Ball sogar in Slow-Mo nach oben.
Mega chillig, ey. Ferlo ist auch so ein Pokémon, was ich ziemlich geil finde. Sangana bis Alabis sind coole Pokémon, die man sehr, sehr unterschätzt einfach. Ich will auf jeden Fall mal Wi-Fi-Bälle machen, wo ich die beiden Pokémon lieber nicht benutze. Das Ding ist aber halt, ich habe nicht immer diese Pokémon. Also falls ihr irgendwelche Wi-Fi-Pokémon habt, die ihr gar nicht mehr braucht oder gar nicht mehr benutzt, aber die wirklich komplett perfekt sind, also vom Movepool her, dann würde ich die ganz gerne übernehmen wollen, Leute. Also jetzt keine Sache so, Zero klaut sich die Pokémon von Abonnenten. Nee, ich will einfach nur für euch Wi-Fi-Bälle bringen, wo ich halt mehrere Pokémon benutzen kann. Ob es jetzt NU, OU, underused, overused ist, das ist mir egal eigentlich so ziemlich. Wo bin ich denn jetzt gelandet? Oh Leute, hier wollte ich doch auch nicht hin, oder? Wo ist das denn jetzt hier? Wo ist das denn jetzt hier? Bam, Leute, da sind wir jetzt, glaube ich, richtig. Aber wir sind jetzt hier kurz vor Xanover City angekommen. Da sehen wir die weißen Steine und die können wir untertauchen. Von daher sind wir hier auf jeden Fall richtig. Ich weiß nicht, was ich da die ganze Zeit getrieben habe. Es tut mir auf jeden Fall leid. Ich dachte, ich komme irgendwie von gerade rüber, aber muss auf jeden Fall hier von der Seite rüberkommen. Und da die Libiskos sehen, die sick aus, ey. Ich liebe einfach diese Unterwasserwelt, ey. Und ich habe mir damals im Pokémon Schwarz-Weiß, da gab es ja auch, da konnte man auch Taucher einsetzen. Das Ding war aber da. Es gab nur diese eine unterirdische Ruine, wo man hin konnte. Und das fand ich ziemlich traurig. Und in Pokémon XY wurde dieses Feature komplett weggenommen. Was ich ebenfalls ziemlich sad fand. Von daher ein bisschen, na, scheiße einfach. Und jetzt sind wir hier in Xanover City. Bam! Und die Arena sollte zu sein, genau. Wir fahren mal zur Arena hin. Sind wir schon. Wir fahren zum Pokécenter mal hin. Sollte hier an der Seite irgendwo sein. Und ja, Leute, da haben wir heute auf jeden Fall gut was geschafft. Ich glaube, wir haben eine halbe Stunde Aufnahme schon. 20 Minuten, das geht eigentlich noch voll klar. Wir lassen auf jeden Fall hier noch ein bisschen laufen. Der letzte Part war ja ein bisschen länger auf jeden Fall. Und der jetzige Part geht eigentlich voll klar, meiner Ansicht nach. Ich werde gleich noch ein bisschen Infinite Fusion aufnehmen, danach ein bisschen PMD, damit wir auf jeden Fall von einem Projekt ein bisschen was haben. Natürlich auch vom Pokémon Breakthrough. Da warten auch wieder viele Leute drauf, dass ich ein bisschen ein paar TCG-Openings mache. Die dauern auch ein bisschen länger zum Bearbeiten, deswegen werde ich mal gucken, ob ich dafür Zeit habe. Die ganzen Pokémon Top 5 und sowas werden wohl lässt es halt wegfallen, weil ich einfach viel zu Videos bringe. Aber ich hoffe, ihr versteht das auf jeden Fall. Wir werden nochmal Schutz sprayen. Warum? Weil wir es haben. Hey, wir haben Style und den Schutz. Wir haben Style und den Schutz. Und wir surfen jetzt hier hin. Und da sollten wir jetzt hier zur urzeitlichen Höhle aufbrechen. Haben wir auch Pokébälle? Weil die brauchen wir ganz dringend. Pokéball 2, Nestball, roter Edelstein. Nein. Ich suche eigentlich andere Bälle. Da, 24 Superbälle. Ich werde eigentlich ein paar mehr haben, von daher gehen wir mal hier in den Supermarkt rein. Weil das gute Kyogre wollen wir ja fangen. Bin zwar eigentlich nicht so der Uber-Fan, aber hey, wenn man es hat, dann hat man es, ne? Hoffen wir mal hier. Ja. Am besten wäre mal 10 zu kaufen, ne? 10 für einen Premierball. Und einen Hyperball und ein Bonus, einen Premierball. Von daher kaufen wir nochmal 10. Und kriegen wieder einen Premierball. Ist ja nie doof, ne? Ich will am besten noch ein Top-Genesung oder sowas mitnehmen. 2 Stück. Und dann kaufen wir noch 2 Hypertränke. Und dann haben wir noch 148 Poké-Dollar für Schnickschnack. Ein paar Süßigkeiten oder sowas. Weiß was ich. Ich darf ja keine Süßigkeiten essen. Aber wir hier im Spiel auf jeden Fall. So, wir steigen unser Fahrrad, damit wir diese ganze gruselige Musik weg ist, dachte ich. Aber die Musik bleibt trotzdem da. Sie bleibt scary. So, Vasili ist da. Zero. Da bist du ja, wir haben dich schon erwartet. Okay. Der strömende Regen ist wirklich schrecklich. Man könnte fast meinen, er wollen die ganzen gesamten Planeten hinfortspülen. Das wäre echt cool, so einfach weggespült. Das ist mein Freund Vasili. Auszähliger Typ auf jeden Fall ist der Champ in Pokémon Emerald. Bevorzugt Wasser-Pokémon. Mein Name ist Vasili, ich bin der hiesige Arena-Leiter. Darüber hinaus bin ich auch der Wächter der Urzeithöhle. Cooler Typ auf jeden Fall, Vasili. Also er ist auf jeden Fall echt fresh. Da gibt es auch ein paar Anekdoten zu mehreren Leuten. Angeblich sollte Vasili auch ein Verhältnis gehabt haben mit der Arena-Trainerin Wiebke. Aber das werde ich auf jeden Fall noch aufklären in mehreren Mythen-Videos, meine Freunde. Von daher freut euch auf jeden Fall auf solche Sachen, die noch kommen werden. So, Troy. Menschen und Pokémon brauchen Wasser zum Leben. Und trotzdem bereitet uns dieser Regen nur Kummer und Sorgen. Ja, zu viel Wasser ist auch nicht so geil. Wenn sich die Regenwolken über Xenoville immer weiter ausbreiten, bedecken sie irgendwann ganz Höhlen. Wir müssen irgendwas unternehmen. Und zwar, bevor es zu spät ist. Und dazu gehen wir in die Urzeithöhle. Jetzt kommt sehr viel Story, Leute. Ich weiß, dass es manche nicht ganz so geil finden. Aber hey, das gehört auch dazu zu Pokémon, wenn man so durchspielt, ne? Oh, da ist Team Aqua und Team Magma. Team Aqua. Wir haben dich bereits erwartet. Okay, Adrian.
Dann gebe ich dem Rotzlöffel jetzt dieses Ding und das, was wir entwickelt haben. Geht klar. Hörst du? Hörst du das Kleine? Cordula hat ein Geschenk für dich. Das Ding nennt sich Aquaanzug. Los, greif zu. Tauchanzug erhalten! Nice! Wenn ich das eher gewusst hätte, dass ich ein paar jetzt aufnehme, hätte ich mir eine Taucherbrille bestellt und hätte jetzt den wirklich angezogen auch, aber... Nein. Nein, ich hab's vergessen, Leute. Es tut mir leid. Also normalerweise würde ich sowas tun, aber ihr kennt mich ja, ne? Ihr kennt mich ja. Ich bin verrückt. Ich würde mich immer Taucherbrille hinsetzen und sagen, ich hab den Tauchanzug an. Deswegen, aber... Ne, komm, lassen wir mal stecken. Das ist also so. Jetzt erinnere ich mich. Diese beiden Greise am Pyroberg haben etwas auch in dieser Richtung gefaselt. Der blaue Edelstein setzt Kyogre die Kräfte frei und löst so die Protomorphose ihm aus. Der rote Edelstein bewegt, dass seine Kraft wieder eingedämmt werden wird. Achso, cool. Das ist gut, dass wir einen roten haben. Ganz genau, die Energie, welche die Urzeithöhle durchströmt, ist identisch mit der Energie, aus der Kyogre seine immense Kraft schöpft. Also sollte sich mit dem roten Edelstein logischerweise nicht nur Kyogres Kraft eindämmen, sondern auch die Energie, durch welche die Strömung im inneren Urzeithöhle verstärkt wurde. Aber die Macht des roten Edelsteins alleine genügt nicht, um Höhen zu retten. Du wirst zusätzlich den Anzug tragen müssen, den du gerade erhalten hast. Erst dann bist du bereit, dich der Bedrohung in der Natur zu stellen. Easy, kriegen wir hin. Wer hätte gedacht, dass sich der rote Edelstein eines Tages in deinem Besitz befinden würde, Zero? Sei unbesorgt. Ja, ich habe ihn geklaut von den Alten. Die haben gerade nicht hingeguckt. Da habe ich einfach gesagt, meins. Einfach so weggeklappt. Unsere Bewohner von, uns Bewohner von Xenoville, es ist nicht gestattet, die Urzeithöhle zu betreten. Du musst also alleine gehen. Alles klar, weil die alle hier wahrscheinlich leben in dieser Stadt, ne? Ja, ist in Ordnung. Komm, lass mich jetzt endlich hier reingehen, Madame. Madame Tussaud. Madame Wachsfigur. Und du Typ da, du nur Scheiße gebaut hast, du Pirat. Ah, wir sind auf deine Hilfe angewiesen. Ich bitte dich, rette die Welt und werde König der Piraten. Alles klar, Monkey D. Ruffy, wir ziehen das durch. Und Briggs, es kommt eine emotionale Sache. Oh mein Gott, Zero, ich liebe dich. Zero, ich liebe dich. Briggs, ich bin immer noch eine Frau. Lass mich in Ruhe, ich will nichts von dir. Wie? Er ist ein Kerl? Was? Du bist ein Kerl? Ich hab gedacht, du bist eine Frau. Nein, bin ich nicht. Okay, ich komme heute gar nicht aus dem Schein raus. Ich habe das Gefühl, dass hier gerade etwas passiert, dass meine Vorstellungskraft bei weitem übersteigt. Ja, genau. Ich werde versuchen zu helfen, wo ich nur kann. Ehrenwort. Aber dafür musst du mir versprechen, dass du auch alles geben wirst, Zero. Und Leute, ich muss essen. Von daher würde ich es ganz gut anbieten, jetzt, dass ich den Part beende. Von daher, meine Freunde, würde ich sagen, beenden wir den Part heute. Und nächsten Part, meine Freunde, geht es in die Urzeithöhle. Ich hoffe, ihr seid gehypt und freut euch auf den nächsten Part. Wenn ja, drückt den Daumen rum, schreibt einen Kommentar. Und desto schneller kommt mal ein paar von Pokémon Alpha Saphir Egglock gedicht, meine Friends. Und in den nächsten paar Parts wird es auf jeden Fall weitergehen mit dem Hashtag #AshlockHype. Das heißt, ihr könnt mir auf Twitter folgen und dann können wir jeweilig Pokémon tauschen, sodass ihr eure Eier hier in meiner Edition habt, sodass ich Eier von euch haben werde. Wir haben mehrere Encounter, die wir öffnen werden, aber das werden wir erst in den nächsten Parts machen. Von daher, Leute, ich habe genug geredet. Haut rein, bis nächsten Part und ciao!